Das ist ein Stück. Aber das verfolge ich jetzt trotzdem mal. Wir können ja gleich fliegen. Ach so, zudem sollen wir ja auch noch. Was ist das hier? Nee, Quatsch, das ist was anderes. Mut, in den Wald zu gehen. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut, wenn ich Zeit finde, sehe ich einmal nach. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Das würde ich jetzt aber gerne erstmal nicht verfolgen. Ich will bei meinem Auftrag bleiben. Und das hier erledigen. Hatte ich da eigentlich nicht auch schon an der Nähe einen Kamin? Ne, irgendwie. Nicht so wirklich anscheinend. Doch hier den. Komm, dann reise ich mal dahin. Dann sind wir ein gutes Stück näher. Wer hier wohl wohnt? Gut. Da war ja auch irgendwie noch so eine andere Aufgabe. Direkt hier. Gucken, ob uns das umbringt. Muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Und wie traurig. Ich weiß nicht, wie ich tauche. Steht das hier irgendwo in den Einstellungen? Gibt es da einen Punkt Steuerung? Zaubersitzbase, bla 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 bla. Oh, eher. Schwimmen. Scheiße.
Steht da nicht, keine Ahnung. Ich google einmal kurz. So, da steht, ne, da steht ja nur Viereck für... Verdammt. Mit Viereck geht das nicht. Viereck, wenn man da was sieht. Oder besteht das nicht aus mehr? Ist das, dass wir die Stellen hier untersuchen? Aber da stand doch mal beim Schwimmen. Ah ne, gut. Dass man da irgendwo. Okay, gut. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Aber doch richtig, Rui. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Oh, warum kann man so nicht irgendwo hochklettern? Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich! Hast du das Astrolabium? Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Offensichtlich. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Gute Flugtechnik. Dankeschön. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo das war, aber es war irgendwo in die Richtung. Das meine ich alles nicht. Karte. So weit war das, glaube ich, nicht. Das. Gut. Da habe ich's. Und da sind noch mal so Ballons zum Kaputtfliegen oder wie? Gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Was würde ich für eine Tasse Pilztee geben? Offenbar gibt es mehr als einen Eingang. Probiere ich das mal nochmal. Kommt er nicht zu Verstand, wird er noch mehr leiden müssen. Dafür, dass er angeblich Stufe 2 gereicht hätte. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Oh Mann, ich hab die falsche. Deswegen. Wie viele sind hier denn noch? Wie unfassbar.
Das ist der letzte. Das war gar nicht schlecht. Ach stimmt. Und jetzt zu Arns Karren. Das hätte ich aber mit Level 2 im Leben niemals hingekriegt. Also so kann mir jetzt einer erzählen, oh, was er will. Welch angenehme Überraschung. Gut, dann sammle ich das mal alles noch ein. Das ist so ein Ding. Ach hier. Und mach mal diese Aufgabe hier, hoffentlich. Gucken, ob ich die hinkriege. Revelio. Was ist das jetzt? Jedenfalls nichts zum Anzünden anscheinend. Revelio. Aha, okay. Levioso. Was sind irgendwie die Kugeln? Ach hier. Hä? Wie soll ich noch drankommen?
Incendio! Ach, hier. Da fehlt aber eine. Oder jetzt einfach nochmal? Nee. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Dann bin ich etwas ideenlos. Wenn es das alleine nicht ist, mehr werden wir nicht angezeigt. Ah, doch da. Mein Fehler. Die Karren kehrt zu Arm zurück? Ja, könnten mir noch aus den Füßen gehen. Gar nicht so knifflig, Merlin. Gut, dann haben wir das auch mal. Noch so eine Aufgabe gelöst. Irgendwie ist das Ding ja auch noch für irgendwas zu brauchen, aber... Aktuell weiß ich noch nicht so wirklich was. Weil man es auch nicht mitziehen kann. Für die paar Pilze ist mir egal. Gut. Kehren wir mal zu dem zurück. Seine Karren hat er ja wieder. Die sind ja schon von alleine losgelaufen, gefahren, gegangen, geirgendwas. 3000 Äste nehmen wir auch noch mit. Tut gut im Gesicht. Sie etwas kaufen wollen. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Ich kam sogar relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Ich werde dem ja kaum sagen, es war ein Riesenumstand. Mach ich nie wieder. Vollidiot. Und wir haben auch mal einen Talentpunkt und wir können das Schloss hier mal aufschließen. Also das hätte man meinetwegen auch einfach so machen können, dass man nur Viereck drückt und dann ist es okay. Hätte mir auch gereicht.
So ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert. Wir können auf jeden Fall uns nochmal umziehen. Wir haben einiges gefunden in Kleidung. Auch einiges, was noch nicht identifiziert ist. Definitiv lieber eine Brille als die komische Maske. Den Schulumhang finde ich persönlich eigentlich noch am schönsten, aber egal, ich will ja Sachen, die uns verbessern. Das dürfen wir noch nicht benutzen. Und da haben wir auch nichts mehr Neues gekriegt, ne? Aber wir können jetzt noch mal ein paar Sachen verkaufen. So theoretisch. Da müssen wir zu Gareth zurück. Da wollte ich noch hin. Das war auch hier irgendwie schon in Anführungszeichen, glaube ich, in der Nähe. Die war sau weit weg auf jeden Fall. Am Arsch der Welt ist die. Dafür, dass der gesagt hat, ist ja nicht so weit. Ich weiß zwar nicht, was bei dem nicht so weit ist, aber ich finde es eigentlich ziemlich weit. Bringt uns das eigentlich was, hier die Ballons kaputt zu machen? Verdammt. Ich glaube ja irgendwie fast nicht, dass das irgendwas Bestimmtes bringt. Hier sieht es doch aus, als wäre hier so ein Kamin. Das sollte ich untersuchen. Zweifellos schon lange verlassen. Ja, deswegen laufen hier auch so viele Leute rum. Also ich habe eben nicht so wirklich den Eindruck, dass es irgendwas bringt. Dein Leben ist so gut wie vorbei. Wie komme ich dann dahin? Ist ja generell eine Wand. Ich stand da irgendwie drumrum einfach. Ist ja auch kein Zutritt ohne Besen. Okay, wir können da so drumrum anscheinend. Ist denn hier irgendwo so ein Kamin? Lass mir mal den freischalten noch. Oh ja, und den hier. Ich möchte den jetzt zuerst freischalten und dann gehen wir dahin. Okay. Da ist noch so eine Nebenaufgabe.
Faszinierend, sehr faszinierend. Verzeihen Sie, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Wenn es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Ich würde mich jetzt auch reizen. Ich sollte noch die Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach oben hin. Es ist ein bisschen umständlich, dass die Aufträge dauernd sich ändern. Und man die auf der Karte auch nicht einfach so sieht. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Wenn das nicht Slytherins Nummer 2 ist. Geht das nicht so? Ah ne, ich muss mit der reden. Okay, Entschuldigung. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Oh, na sowas. Hast du alle anderen schon vergrault? Oh, ich habe viele Herausforderer. Aber sie sind nun mal nicht gut. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Starke Konkurrenz? War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig? Nein. Sicherlich doch. Mir reicht, dass ich weiß, dass ich die Beste bin. Also... Versuch gerne, meinen Rekord zu brechen und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Und wenn du nicht mehr die Beste bist, wirst du dann am Boden zerstört. Erwischt. Fuck. Daneben. Die Steuerung ist einfach so ein bisschen eigenartig. Das Auf- und Absteigen hätte man vielleicht besser R1 und L1 genommen als den rechten Stick.
So ist das mit dem Umsehen einfach ein bisschen scheiße. Das war doch nicht schlecht. Oder wie Heli fliegen, GTA. So einen linken Stick und damit Gas geben, variieren so ein bisschen oder so. Wunderbar. Oder einfach nur mit L. Nach vorne drücken, runter, nach oben. Das wird sich eigentlich richtig gut geben. So wie man nach links und rechts fliegt, halt einfach auch hoch und runter. Okay. Und welchen Rang haben wir? Ich denke, Sie sind bereit für... Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Danke. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Okay. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus unserem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Auf jeden Fall. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Gut. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Ich wäre Zweiter geworden, wenn ich nicht einen verkackt hätte. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. Aber reicht mir fürs Erste. Der ist mir gerade ein bisschen zu weit weg, ehrlich gesagt. Ich würde noch gerne... Oh, das ist so dumm. Warum sind die Aufträge dann nicht zu sehen? Wobei, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ausschweifend. Na, ich weiß noch nicht. Ich mache sowieso mal hier einen Cut. Und am besten, uhrzeittechnisch gesehen, sowieso eine... beende ich die Aufnahme so. Leider schon wieder. Schade, wenn man so wenig Zeit hat. Was hat die da eben uns noch per Briefe geschickt? Und der war das. Ich denke, sie sind Zeit für Arresto Momento, den Verlangsamungszauber. Damit frieren sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen sie einfach ein paar Aufgaben und kommen sie dann zu mir, Madame Kugawa. Gut. Ich speichere hier. Und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.